Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs und so wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Mount, das wir uns ergrinden können. Und zwar haben wir da einmal diesen schicken Lux, der schimpft sich einmal furchtloser Kaiserlux. Diesen können wir uns in Heilsturz farmen. Und zwar haben wir hier ein Gebiet mit sehr vielen Feldern, ein paar Bauernhöfen. Und dort gibt es einen Sack zu erspielen und der schimpft sich Vorratspaket der Lampenanzünder. In diesem sind verschiedenste Items drin, ein Haufen Giersachen, die vielleicht für Timok interessant sind, aber natürlich auch das Mount. Zu einer recht kleinen Chance, und zwar steht auf WoW Head, dass die Chance bei 0,8% ist. Ich vermute, sie wird flat bei 1% liegen. Ich habe das mit ein paar mehr Chars gefarmt. Ihr könnt das nämlich auch mit Stufe 70er Chars machen. Und habe so 150, ich glaube 152 Kisten habe ich gebraucht, bis das Ding drin war. Wo kriegen wir jetzt diese Pakete her? Also, wir befinden uns jetzt hier oben am Hof. Und als erstes bin ich jetzt hier auf den Koordinaten 65, 32. Und hier gibt es einmal eine Quest, die ist wöchentlich. Da müsst ihr auf den Feldern hier zwei Rares töten. Da gibt es schon mal den ersten Sack für. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, quasi so eine Art Bonusziel zu machen. Und das ist immer bei diesen Flammen, ne? Die können wir, oder ja, also Schlüsselflammen schimpfen sich die. Und die können wir aktivieren. Die sind dann für eine gewisse Zeit aktiv. Und dann müsst ihr mal irgendwas machen. Tötet ein paar Mobs hier in der Zone, sammelt irgendwas ein. Also es ist relativ banal. Und die können wir aktivieren, indem wir strahlende Überbleibsel investieren. Dafür müsst ihr 20 Stück quasi investieren. Die kriegt ihr von allen möglichen Mobs hier, von den Kisten. Also die gibt es relativ zu einer guten Frequenz. Die liegen zum Teil auch einfach nur hier rum. Also die könnt ihr anklicken. Und diese großen Schlüsselflammen, die müsst ihr nicht, also müsst ihr nicht selber aktivieren, sondern das kann auch ein anderer Spieler machen quasi. Und bei jeder Schlüsselflamme kriegt ihr, wenn ihr das abschließt, was ihr quasi da machen müsst, ich glaube bei der ist es, ihr müsst einfach 60 von diesen kleinen Viechern umhauen, bekommt ihr einen Sack. Davon gibt es ein paar mehr, die werden wir gleich abfliegen. Und zusätzlich gibt es dann auch noch kleine Schlüsselflammen, das sind diese hier, die könnt ihr auch aktivieren, das macht der Kollege gerade, seht ihr, da schmeißt ihr ebenfalls dieselbe Währung rein. Und wenn ihr das macht, dann sind die auch wöchentlich aktiviert und es kommt ein NPC, der gibt euch eine Quest und das ist auch eine wöchentliche Quest und dafür müsst ihr halt auch wieder hier was auf den Höfen erledigen und dafür gibt es auch einen Sack. Heißt, ihr könnt einmal wöchentlich die Quest bekommen von den NPCs da hinten, dass ihr zwei Rares töten müsst, dann könnt ihr jede Schlüsselflamme, jede große einmal machen und jede kleine Quest quasi einmal machen die Woche. Und das sind dann insgesamt 16 von den Säcken. Einen habe ich mit dem Mainnet schon aufgemacht. Wo die überall sind, will ich euch jetzt mal zeigen. Also, wir fangen jetzt hier oben mal an. Ich werde jetzt nicht ständig die Map aufmachen, sonst wird es ein bisschen unübersichtlich, aber wir fliegen die jetzt einmal ab. Also wir haben am ersten Feld, ne, haben wir einmal eine große und hier links eine kleine Schlüsselflamme und rechts eine kleine Schlüsselflamme. Also die drei Sachen könnt ihr schon mal mitnehmen. Dann hier drüben haben wir quasi auch nochmal einfach nur eine große Schlüsselflamme. Das ist immer mit den Würmern, ne? Da müsst ihr dann quasi die Würmer unten rausholen, die umhauen. Dann können wir hoch zum nächsten Feld fliegen. Übrigens, bei den Quests, die switchen auch durch. Also die sind immer ein bisschen anders. Die großen Schlüsselflammen sind, glaube ich, immer gleich. Hier haben wir quasi noch eine kleine. Hier wieder eine große. Und hier ist auch wieder eine kleine, ne? Dann, wenn wir jetzt hier weiterfliegen, hier ist keine große Schlüsselflamme. Wir haben aber hier unten eine kleine Schlüsselflamme und hier haben wir wieder eine große. Genau, das sind jetzt schon mal so die Hauptdinger auf dem Hof. Jetzt können wir noch kurz einmal zu dem letzten von den Feldern hochfliegen und zwar hier. Hier drüben ist zwar, sieht es aus, ob man eine Schlüsselflamme hätte, das ist aber eine, die keine World Quest bringt oder keine so ein Bonusziel. Wir haben jetzt hier eine große und hier ist wieder eine kleine, ne? Also wir sind jetzt einfach nur hier auf diesen paar Feldern rumgeflogen. Und jetzt haben wir hier oben auch nochmal ein paar. Und zwar können wir jetzt hier hinten rumfliegen. Ich habe übrigens das dynamische Fliegen aus, weil ich den ganzen Spaß mit meinen vier Chars parallel mache, um dementsprechend mehr Säcke zu kriegen. Also ich habe dann nicht 16 Säcke geholt, sondern halt 64. Ne? Das geht dann ein bisschen zügiger, das kann man ja alles auch schön in der Gruppe machen. So, dann sind wir jetzt einen Ticken weitergeflogen. Hier oben haben wir noch eine, das ist bei 64,19. Und hier haben wir nochmal eine große Schlüsselflamme. Und hier ist nochmal eine kleine, wo ihr wieder so eine Weekly-Quest kriegt.
Wenn wir dann ein bisschen weiter ins Wasser fliegen, haben wir nochmal eine große Schlüsselflamme, die ihr aktivieren könnt. Und hier ist nochmal eine kleine. Das ist jetzt auch die letzte kleine. Ich meine, es sind... Es müsste 8, 8... Nee, es geht nicht auf mit 8, 8, ne? Weil das eine war ja... Wir haben ja 16. Also es sind, glaube ich, 7 kleine, 8 große oder andersrum. Also auf jeden Fall, ich zeige euch die ganzen Spots jetzt noch fertig. Und da hinten haben wir dann die letzte große. Genau, das müssten alle Spots gewesen sein. Und wie gesagt, die könnt ihr mit jedem Char, es geht ab Stufe 70, könnt ihr die abklappern und die Dinger mitnehmen. Die Mobs skalieren auch, ne, wenn ihr einmal die Kampagne und alles durchgemacht habt. Also wenn ihr eine Armada an 70er Chars habt, könnt ihr hier theoretisch eure ganze Woche verbringen, bis ihr da alle Schlüsselflammen plus kleine Schlüsselflammen durch habt. Das zieht sich schon ein bisschen. Und ja, sobald ihr dann genug Kisten aufgemacht habt, könnt ihr das Mount rausziehen. Und ich würde sagen, just for fun, machen wir jetzt die paar, die ich hier noch an, in dem Inventar habe, auch noch mit auf. Ah, seht ihr, noch ein T-Mog für mich. Das ist auch immer nicht schlecht. Manche Sachen könnt ihr auch mal Haar verkaufen, die sind ja tatsächlich auch ein bisschen was wert. Also wenn ihr nicht sofort das T-Mog haben wollt, könnt ihr vielleicht auch noch ein bisschen Gold machen. Ja, Mount war jetzt leider keins dabei. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal geschwind das an. Ich habe das, glaube ich, jetzt am Anfang nicht ganz so genau gezeigt, dass ihr den Kaiser Lux noch ein bisschen genauer seht. Tun wir nochmal ein bisschen aufmounten. Also da haben wir das schicke Ding. Es ist relativ dunkel gehalten, ne? Aber ist auch relativ passend zum Gebiet. Mount Special, ja, ist basic, was die meisten Katzen haben, ne? Ich muss jetzt sagen, ich bin persönlich nicht so ein Lux-Fan. Das sind für mich irgendwie so ein bisschen zusammengeschobene Katzen. Aber es ist ein Mount mehr. Und auf das Mount bin ich auch schon ein bisschen stolz, weil wir da schon, also da habe ich schon lange reingegrindet jetzt, ne? Gut, dann sind wir tatsächlich durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viele Kisten ihr in etwa aufgemacht habt. Mal gucken, ob da jemand mega lucky war. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video wieder. Euer Tula. Bis dahin. Ciao.